Hallo, liebe Leute, ich bin wieder mal da. Ja, eigentlich auch einigermaßen gefrustet. Ja, üblicherweise hätte ich heute im Zug gesessen. Lange nicht so gelacht. Ja, aber doch, es hat halt nicht geklappt. Ja, warum wohl? Ja, mit meiner Modellbahn wäre ich vielleicht vorangekommen, aber auf deutschen Gleisen. Ansonsten wohl eher nicht. Tja, ich wollte eigentlich nach Mannheim fahren. Ja, morgen hätte ich da einen kleinen Ausflug gemacht, einen befreundeten YouTuber besucht, hätte vielleicht auch oder sicherlich auch die Faszination Modellbahn betrachten wollen und nicht zuletzt auch noch, meine Tochter besuchen wollen. Alles hat sich zerschlagen und ich sitze immer noch in Münster. Ja. Glücklicherweise hat mindestens das geklappt. Ich war Anfang der Woche bei Josswood eingeladen und konnte da den Neuheitendreh und noch einige anderen kleinen Videoproduktionen beiwohnen, war auch selbst beteiligt. Ja, lasst euch überraschen, guckt mal ans Schwafel TV in einem der nächsten Sonntage. Ich weiß nicht genau, wann da was vielleicht gesendet wird. Ja, selber konnte ich auch ein klein wenig knipsen oder eben auch filmen. Ja, da habe ich ein bisschen Material zusammengetragen. Aber ich habe auch noch ein kleines Bastelvideo erstellt. Mit Kurbelwelle von Josswood, die im Angebot ist, habe ich nochmal mitgenommen. Hatte ich schon vor einem halben Jahr gebastelt. Hatte meine Schwierigkeiten da. Ja, was soll ich sagen? Auch diesmal gab es Schwierigkeiten, weil immer noch keine Bauanleitung vorhanden ist. Deswegen habe ich kein richtiges Bastelvideo gemacht, sondern eher eine Nachbetrachtung mit ein paar Tipps zusammengestellt. Wer die Kurbelwelle bauen möchte, könnte hinterher wissen, worauf er zu achten hat, wie das Ganze in etwa vonstatten geht, was wie zusammengehört, auf was man vielleicht eher direkt verzichten sollte oder könnte. All das könnt ihr in diesem Bauvideo erfahren. Ja, und ich betrachte definitiv, das kommt vorweg auch noch, die Reviermodulanlage etwas genauer. Habe ich mir nochmal ein paar Fotos von einigen der doch dort auch so sehenden Details mitgebracht. Kleine Fahrszenen gibt es auch und eine schöne Feuerwehrparade ist auch zu sehen. Ja, also, das könnt ihr jetzt in diesem Video erwarten. Leicht gefrustet habe ich zumindest auch das Bastelvideo gedreht, wegen der Wochenstimmung, wegen der verpassten Chancen, aber auch der Bausatz gab ein wenig Grund zum Unzufriedensein vielleicht. Ja, aber mehr jetzt nicht. Ich sage jetzt einfach, Film ab. Viel Spaß.
Das war jetzt aber irgendwas und sie fährt immer noch. In diesem Video möchte ich euch erzählen, wie ich diese, ihr seht ja schon, Kurbelwelle gebastelt habe. Hier steht zwar Premium-Bausatz drauf, aber ganz Premium ist es diesmal nicht. Hier fehlt nämlich eine Bauanleitung. Das hat das Ganze etwas tricky gemacht, aber ihr seht, irgendwie klappt das schon, auch wenn es dann eben ja nicht so perfekt aussieht. Gut, gewiefte Lasercut-Bastler werden das auch ohne Bauanleitung besser als ich hinbekommen, perfekt hinbekommen. Ja. Da bin ich dann vielleicht nicht die ganz richtige Person dafür, aber Spaß gemacht hat es, ja. Diesmal nicht ganz so sehr, aber auch ein bisschen Spaß war dann schon dabei. Weil ich wusste ja definitiv, es wird gelingen. So, gehen wir erstmal ja rein. Was findet ihr denn in der Tüte, wenn ihr sie öffnet? Ja, einmal, das sind diese beiden Bestandteile. Den Bausatz für das Traggestell, der ist nahezu selbsterklärend möglich. Ja, nahezu, weil im letzten Jahr, als ich den ersten gebaut habe, ist mir was daneben gegangen. Ja, ich konnte mit dem zweiten kleinen Bauteil überhaupt nichts anfangen. Dann sah das hier so aus, das Traggestell. In diesem Jahr war ich schon eines Besseren belehrt und jetzt sieht es, gucken wir mal, ja, so aus. Die Nieten rein, die kann man an diese, ja, Bretterwänder noch befestigen, klar, ne, damit die Bretter auch besser zusammenhalten, völlig logisch, ja, nicht? Diese Logik fehlte mir ein Stück weit. Ja, also wie gesagt, das ist alles relativ erklärend, das ist schon mal okay, das können wir auch beiseite legen. So, dann haben wir hier noch drei Elemente, auch die... Da kann man sagen, hier die große Zahnradscheibe kriegt man mit den Bauteilen, die man dann hier, da, da und da und da findet, an beiden Enden gut befestigt. Gut, am einen Ende ist es wiederum eher, ja, ist das nochmal eine Zahnradscheibe? Nee, das ist eine Verschlussscheibe. So müsste das ungefähr aussehen. Oder wenn es ein bisschen schöner gebastelt ist. So, ah. So, ich hoffe, es ist scharf genug. Nicht, das geht alles ganz gut. So, dann müsst ihr aufpassen. Hier, das sind dünnere Kurbeln, sag ich mal, und dickere. Ja, die müssen je zusammengeklebt werden. Da müssen aus je einem, aus je zwei, muss dann solch, ups, hier bin ich, solch ein Bestandteil gebaut werden. Wichtig ist, das hier ist etwas dicker. Pappe und das ist etwas dünnere Pappe. Die dünnere Pappe kommt immer nach innen. Das habe ich hier bei einer Kurbel irgendwie falsch gemacht aus Versehen. Ja, ist auch jetzt nicht so tragisch, aber das solltet ihr euch vielleicht merken, wenn ihr das basteln wollt. Nicht? Dieses Element hier kommt immer an die Innenseite und wird passend angeklebt an dieses Stück. Ganz hilfreich sind dann hier solche Klemmen. Ja, die kann man dann einfach, ja, man sollte das erst ein bisschen antrocknen lassen, dann klemmt man das einfach dazwischen und schon pappt das gut fest und es dauert nicht lange und es ist okay. Kann weiterverarbeitet werden. Schwierigkeiten fangen dann bei den Kleinigkeiten an. Ja, das sind hier diese Zapfen und hier gehören Scheiben rein. Also weder diese dünneren Scheiben noch diese kleineren Zapfen habe ich bei beiden Versuchen problemlos und ja, sauber rausbekommen. Im Endeffekt konnte man hinterher mit denen überhaupt nichts anfangen. Bei den längeren war das etwas unterschiedlich. Hier diese beiden langen, die sind ganz sauber und locker rausgekommen. Die braucht man, und das sind die einzigen, wo ich sagen würde, dass man die auch wirklich braucht, wenn man hier das Zahnrad mit der Welle hier verbinden möchte und hier hinten für den Abschluss, ne, ist es auch ratsam, eine der langen einzubauen. Das kriegt man einigermaßen hin. Und dann hat man das auch vielleicht besser in der Reihe. Ja, aber im Grunde braucht man diese kleinen Scheiben und die Zapfen eigentlich auch überhaupt gar nicht, weil im Endeffekt sieht man die nicht. Ich hebe es nochmal hoch. Ja, man sieht die nicht.
Die helfen vielleicht, dass man es etwas gerader zusammenbekommt. Das bekommt man aber sicherlich auch ein bisschen gerader, wenn man noch ein bisschen geduldiger und noch ein bisschen sauberer arbeitet, als ich das gemacht habe. Also, wer es schafft, ja, diese Zapfen da rauszubekommen, der ist natürlich auf der guten Seite. Aber die Wahrscheinlichkeit, würde ich sagen, ist nicht so groß. Bastelt euch lieber, ich denke mal, das sind hier 5 mm. Ja, so in etwa müsste das hinkommen. Ich kann es ja doch mal nachmessen, euch dann in die Beschreibung schreiben. Ja, da bastelt euch irgendwie einen kleinen Abstandhalter, legt ihn an die offene Seite und schiebt dann vor allen Dingen, ja, das ist auch gut markiert, das könnt ihr nicht verfehlen, diese größeren Scheiben auf die Innenseite dieser Scheiben. Und dann bekommt ihr das auch schön und sauber zusammen. Ja, lasst es dann gut abkleben, gut durchtrocknen und dann geht ans nächste ran. Also bastelt das nächste, beziehungsweise nicht, bevor ihr die dann entsprechend verbindet. Ja, mehr gibt es da eigentlich nicht so zu sagen. Wenn man das dann so macht, kommt auch der entsprechende Bausatz raus. Ja, also nochmal im Klartext, nicht? Das ist die Innenseite, das ist die Außenseite der großen Scheibe. Die, dachte ich, kommen hier an die Hupsala, wo ist meine Kamera? Da. Kommen eigentlich hier zwischen, aber wenn man sich eine Kurbelwelle anschaut im Internet, ist das hier eigentlich immer offen, also da muss man gar nicht dazwischen kleben. Da würde ich eher sagen, macht einen Abstandhalter dazwischen, klebt die dicken Scheiben, die bekommt ihr auch gut raus aus der Verpackung und ihr könnt die auch gut dann hier dazwischen montieren. Lasst die schön fest werden, dann ist der Abstand hier auf jeden Fall auch gewahrt. Da braucht man dann nicht dazwischen ballern, dann kann man auch darauf verzichten. Ja, und dann sieht das vielleicht sogar noch eine Spur eleganter aus, als wenn da wiederum diese Scheiben die beiden Kurbeln zusammenhalten. Ja, also wie gesagt, das sind so die Schwierigkeiten, auf die man achten muss. Und ja, also nicht, vielleicht doch nochmal im allerletzten Klartext. Innenseite hier unten die große Scheibe anbringen, ist aber auch dann gut zu sehen, wo sie hinkommt. Ja, ich hoffe, ich habe euch ja ein paar Tipps geben können, wie ihr mit diesem doch an sich, wenn ihr dann auf die Anlage kommt, schönen Bausatz umgehen könnt. Es hat ein paar Nerven gekostet, aber letztendlich sind die Kurbelwellen dann doch auch ohne Bauanleitung fertig geworden. Ja, vielleicht bastle ich noch eine dritte. Ja, das kenne ich vom Kochen. Etwas dreimal, zum dritten Mal ein neues Gericht gekocht, dann wird es auch gut. Ja, vielleicht wird die dritte Kurbelwelle mit dem Wissen, das ich jetzt habe, dann doch noch eine Spur besser. Ich glaube, ich hatte zwischendurch auch vergessen, dass diese Zapfen etwas schwer zu behandeln sind. Na gut, das war's. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen und sag an dieser Stelle Tschüss. Ihr habt bis hierhin durchgeschaut. Schön, das freut mich. Ich hoffe, auch euch hat der Film gefallen und ja, würde mich auch noch mehr freuen, wenn ihr mir Kommentare da lasst oder auch ein Like. Ja, vielen Dank auch an die neuen Abonnenten der letzten Wochen. Hat mich auch mächtig gefreut. Da sind ja noch ein paar hinzugekommen. Ja, wie wird es jetzt hier in den nächsten Wochen weitergehen auf diesem Kanal? Erstmal grob werden 2 Videos pro Woche erscheinen. Ein etwas längeres zum Wochenende, ein etwas kürzeres zur Wochenmitte. Ja, vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Neuzugang. Müssen wir mal schauen. Allzu viel wird ja aktuell tatsächlich immer noch nicht ausgeliefert. Es steht eine relativ starke Bauphase an, hoffe ich zumindest, soweit mein Fahrdienstleister Lorenz oder mein Kater Lorenz mir da Freigang gibt. Ja, er ist ein bisschen älter, möchte ganz gerne mit mir kuscheln, wenn er weiß, ich bin da. Ja, das könnte die Zeit ein bisschen eingrenzen. Aber ich bin guter Dinge, ich möchte auch hier ein Stück weit vorankommen. Lasst euch überraschen, wie weit ich vorankomme. Ich werde es dokumentieren. Ja. Damit bin ich jetzt wirklich ans Ende dieses Videos gekommen. Ich bedanke mich noch einmal bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß mit euren Anlagen, mit euren Hobbys und wir sehen uns in Bälde wieder, denke ich. Ciao!